Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Golden Sun hier im Venusleuchtturm. Und ich stürze mich jetzt mal hellmutig diese den Abgrund hier runter. Ich war eben gerade noch mal kurz farmen mit der RNG-Methode und habe uns die Federrobo organisiert. Und hinab! Es geht abwärts. Ich meine aufwärts. Das ist ja genau das Gegenteil. Das ist besser für beide. Danke fürs Mitnehmen. Endlich ist die Zeit gekommen, das Licht des Venusleuchtturms zu entzünden. Wenn das zweite Licht entzündet ist, bleiben nur noch zwei übrig. Nein, Jupiter zu entzünden ist genauso, als würden wir Mars entzünden. Das ist wahr. Jupiter ist der einzige, der noch bleibt. Stimmt, die Erfüllung deiner Träume ist nun in greifbare Nähe gerückt. Warum bist du noch immer hier, Felix? Ich dachte, ich hätte dir befohlen, zum Schiff vorauszugehen. Ich habe Jenna und die anderen bereits zum Dock von Idejima gesandt. Warum bist du denn dann zurückgekommen? Weil ich noch ein anderes Versprechen zu halten habe. Ein Versprechen, sagst du? Du meinst sicher, Cosma. Ja, warum habt ihr sie noch nicht freigelassen? Ihr habt versprochen, sie freizulassen, sobald der Zugang zum Venusleuchtturm gesichert wäre. Und deswegen bist du wieder zurückgekommen? Ihr habt versprochen, niemanden in diese Sache hineinzuziehen, der damit nichts zu tun hat. Cosma ist etwas Besonderes. Natürlich. Weil Cosma ein besonderer Adept ist. Ihr scheint euer Wissen auf euren Wegen vermehrt zu haben. Wie meinst du das? Um jeden der Leuchttürme zu erreichen, braucht ihr einen Adepten des entsprechenden Clans. Jetzt haben wir Feuer-, Erd- und Wasseradepten, aber keinen Windadepten. Das scheint der Fall zu sein. Brauchen wir Cosmo, um in den Jupiter-Leuchtturm zu kommen? Tut mir leid, Felix, aber ohne Windadepten können wir ihn nicht mal betreten. Wenn das der Fall ist, kann ich nicht verstehen, warum ihr Cosmo nicht freilassen könnt. Es scheint, als hättest auch du etwas gelernt. Wenn das alles ist, dann solltest du jetzt gehen, Felix. Nein, ich kann Cosma nicht zurücklassen. Ich bringe Cosma zum Schiff. Was redest du da, Felix? Wir wissen nicht, was geschehen wird, wenn dieses Leuchtfeuer entzündet wird. Ich werde nicht hier sehen, damit sie... ich werde Cosma hier nicht lassen, damit sie es für euch herausfindet. Wir haben dir doch gesagt, dass wir Cosma beschützen werden. Vertraust du uns denn nicht? Das habe ich nicht gemeint. Ach, es ist dennoch am besten, auf Nummer sicher zu gehen. Sag uns nicht, was du für am besten hältst, Felix. Du nimmst Cosma nicht mit. Warum nicht? Was? Vertraut ihr mir nicht? Wie könnten wir, nachdem du gerade die Freilassung von Cosma gefordert hast? Wenn wir dir vertraut hätten, wäre Cosma jetzt in Freiheit. Komm mit mir, Cosma. Ich werde dich beschützen. Bist du bereit, das zu tun, auch wenn es bedeutet, gegen uns zu kämpfen? Ich glaube, das ist er. Er würde sich uns nicht widersetzen, wenn er nicht bereit wäre zu kämpfen. Wenn es bedeutet, Cosma zu beschützen, muss ich es tun. Du hast gesehen, wozu wir in der Lage sind. Du weißt, dass du uns nicht aufhalten kannst. Wie willst du Cosma beschützen, wenn du nicht einmal dich selbst schützen kannst? Diese rebellische Ader ist der Grund, warum wir dich nie kämpfen ließen. Hast du denn auf unserer Reise nicht genug Gründe erhalten, uns zu fürchten? Du bist kein Kämpfer, Felix. Wie denkst du, willst du gegen uns bestehen? Du hast uns zum letzten Mal in Frage gestellt. Lass uns sehen, wozu du in der Lage bist. Es scheint, als würden sie sich um Cosma streiten.
Aber es scheint um mehr zu gehen. Es sieht so aus, als würden Saturus und Menadi Felix nicht länger vertrauen. Sieht so aus, als wäre das die perfekte Gelegenheit in den... Sieht so aus, als wäre uns soeben die perfekte Gelegenheit in den Schoß gefallen. Gott. Jetzt haben wir die Chance, sie vom Entzünden des Leuchtfeuers abzuhalten. Aha. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vorwärts. In Sinne, auf sie mit Gebrüll. Oder mit Gehopple, je nachdem. Hi. Isaac. Kuckuck. So, ihr seid also gekommen, um uns aufzuhalten. Aha. Sieh doch, was deine Aufmerksamkeit uns gebracht hat, Felix. Ich brauche weder dich noch sonst jemanden, um mich zu retten, Isaac. Ich wollte gerade eben die Rechnung mit Saturus und Menadi begleichen. Ihr könnt zusehen. Und dann zeigen wir euch die wahre Macht dieses Leuchtfeuers. Aber Cosma hat damit nichts zu tun. Lasst Cosma frei. Schweig, du solltest nicht so vorlaut sein, Felix. Sonst werden du und Cosma leiden müssen. Wenn Cosma was zuschießt, haben wir Fahren enttäuscht. Wir werden nicht zulassen, dass ihr Cosma oder Felix etwas antut. Oh, ihr macht euch also Sorgen um Cosma. Keine Sorge, Cosma wird nichts geschehen, wenn ihr unsere Bedingung erfüllt. Was hast du vor, Saturus? Überlass das mir. Cosma, erinnerst du dich an den Stab, der mit Hesperia in Verbindung steht? Der Stab von Hesperia? Der Stab, den man braucht, um den Jupiterleuchtturm zu erreichen. Ja. Jene, die uns verfolgen, führen einen Stab mit sich. Ist es der, den ich meinte? Cosma, bleib, wo du bist. Das kannst du auch von dort machen. Liest sie gerade etwa unsere Gedanken? Aus der Distanz? Erinnert ihr euch doch an das Minispiel, das wir machen mussten am Anfang des Spiels? Wieso hat niemand gesagt, dass Geistleser aus der Distanz funktioniert? Was denkst du, Cosma? Nun, Cosma? Vielleicht? Vielleicht? Vielleicht was? Schreit sie nicht an! Wir schreien nicht, wir wollen nur eine brauchbare Antwort. Nun, Cosma? Ihre Gedanken sind verschleiert. Ich kann es nicht klar erkennen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jener Stab. Es wäre eine Verschwendung, es nochmals versuchen zu lassen. Was sollen wir jetzt tun? Ihr kennt die Bedingungen. Erkennt ihr die Bedingungen, zu denen wir bereit sind, Cosma umversetzen zu lassen? Ich will den Stab, der uns zum Jupiterleuchtturm bringt. Kriegst du nicht. Wenn ihr uns den Schamanenstab gebt, wird Cosma nichts geschehen. Einverstanden. Moment, Moment, Moment. Erinnert ihr euch damals, als wir in der Höhle waren, ganz am Anfang, und ihr die Steine haben wollt und meint, oh, holt uns die Steine, dann passiert denen nichts. Und seitdem sind die auf Reisen mit denen. Also, nein, ihr haltet euch nicht an eure Versprechen. Er will den Schamanenstab. Wenn ich dadurch Cosma retten kann, werde ich ihn aufgeben. Aber Ivan... Was? Aber Habit hat ihn dir gegeben, Ivan. Ist dir denn egal, was mit Cosma geschieht? Na, ihr wollt sie doch auch beschützen, ihr braucht ihn noch. Du wirst uns den Stab geben. Gut gemacht, Saturus. Endlich haben wir den Schamanenstab. Hol ihn, Felix. Warum ich? Um uns seine Loyalität zu beweisen. Mach schon, Felix. Ich sage, übergib den Schamanenstab. Was soll ich mit dem Stab tun? Bewahre ihn auf. Wo willst du hin, Cosma? Ihr habt den Stab, jetzt lasst Cosma frei. Wie meinst du das? Du sagtest, du würdest Cosma freilassen, wenn wir euch den Stab geben. Das war eure Bedingung. Seht ihr, ich hab's gesagt. Wir gaben euch den Stab, also lasst Cosma frei. Ihr scheint etwas missverstanden zu haben. Ich sagte, wir würden Cosma kein Leid zufügen. Ich habe mit keiner Silbe erwähnt, dass wir sie freilassen würden.
So haben wir nicht gewettet. Wir können auch nichts dafür, dass ihr Satoru's Vorschlag falsch interpretiert habt. Abgesehen davon würden wir Cosma freilassen, wäre sie in Ärger Bedrängnis. Wie meinst du das? Cosma kommt niemals alleine bis nach Lalivero. Was meinst du? Wir nehmen Cosma mit. Oh nein. Genau. Du gehst nicht zurück. Das war's dann für dich. Wie bitte? Genug. Ihr seid diejenigen, die nirgendwo mehr hingehen werden. Komm schon, Welpe. Du wirst nicht mehr lang genug leben, um deine Dummheit zu bereuen. Seid bereit, den wahren Schrecken zu erleben, den euch ein meisterlicher Feuerdepp bereiten kann. Satoris erscheint. Menadi erscheint. Ich meine umgekehrt. Zuerst war Menadi da und dann kam Satoris. Oh, wir haben noch den einen Wünschen. Naja, egal. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um Menadi und um Satoris kümmern wir uns später. Die kann man einsetzen. Aha. Interessant. Erhöhen wir erstmal unsere Statuswerte ein bisschen und mir bereitet schon meine Wunschquelle vor. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell die beiden Pappnasen sind. Schneller als sie. Gut. Autsch. Wie gesagt, erhöhen wir unsere Verteidigungswerte, senken die von denen ein bisschen. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Trübt die Sicht, lähmt Gegner. So, spätestens sind wir die beiden Jins einsetzen, und die unsere Geschwindigkeit erhöhen und deren Geschwindigkeit senken, sollte mir dann schneller sein. Ja, jetzt ist er schneller als die beiden. Gut. Ich mag das irgendwie, wenn der Heiler schneller ist als die Gegner. Autsch. Autsch. Drin Schuft, der hat uns getäuscht. Was im Sinne des Wortes? Was haben wir hier noch? Oh, Teamattacke können wir noch erhöhen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber naja. Man kann es ja mal versuchen. Das funktioniert? Krasser Stress. Das finde ich klasse. So, Isaac und Garrett müssen noch einen Gym beschwören, bevor sie loslegen können. Ivan kann gleich die Runde schon loslegen. So. Und dann wieder heilen. Irgendwie ist ja schade, dass unsere Wasseradeptin die effektive Gyms, die sie hätte, nicht angreifen kann, wenn sie heilen muss. Das ist schon ein bisschen doof. Das ist scheinbar keine Psy-Energie. Naja, du kannst aber jetzt das Gericht beschwören. Tada! Da steht er wieder. Und kann dann nächste Runde das Meteor beschwören. So viel zu unserem Buffs. Und unsere Schnelligkeit nochmal, die setze ich auch wieder. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, du hältst schön still. Ich denke aber, Meteor sollte gar nicht mal so viel Schaden machen. Immerhin sind das ja Feueradepten.
Wobei, wenn mir ein Meteor auf den Kopf fallen würde, wäre es mir egal, ob ich ein Feuerattack bin oder nicht. Was ihr scheinbar auch nicht. Autsch. Also dann greifen wir mal mit ein paar offensiveren Gens an, dann werden sich die anderen auch holen. Der ist ja alleine, ne? Wie viel Schaden kann er anrichten? Wir haben schon einmal gegen Naturus gewonnen, das kriegen wir hin. Nein, nicht nochmal angreifen. Na, vielleicht nochmal PP auffüllen, das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Wie süß. Da macht Mia ja mehr Schaden, wenn sie normal angreift. So, dann geht's Mia PP-technisch auch wieder ein bisschen besser. Und zu guter Letzt... Ach, setzt mir noch Ranke ein. Und heilen wäre mal wieder eine ganz gute Option. Ich finde das so witzig, dass man die Zeitenergie von dem versiegeln kann. So, die haben 4 Gems bereit. Dann lasse ich die erstmal mit Zeitenergie angreifen. Oder halt normal. So viel dürfte Saturus auch nicht mehr haben. Der hat schon ein paar Beschwörungen abgekriegt. Auf ihn! Wow, bei 33 Schaden sitzt wir dann aber doch schon eine ganze Weile dran. Sehen wir das wenigstens auch mal. Ernsthaft? Na gut, ich wollte mir die eigentlich aufsparen, aber dann eben nicht. Du hast es so gewollt. Dann machen wir das eben so. Geht doch. Wow. Das gab EP. Jetzt sind wenigstens alle einheitlich auf Level 28. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Also gut, Cosma, lass uns gehen. Felix, was machst du da? Ich kann nicht aufgeben. Cosma. Was? Aber wir haben sie doch gerade gerettet. Ich habe euch nie gebeten, das zu tun. Felix, du gehörst nicht zu ihnen. Du kannst jetzt gehen, wohin du willst. Warum tust du so etwas? Die 4 Leuchtfeuer müssen entfacht werden. Du willst die Leuchtfeuer entfachen? Das ist doch lächerlich. Ich dachte mir, dass du so etwas sagen würdest, aber ich werde es trotzdem tun. Wartet, wenn er versucht, die Leuchtfeuer zu entfachen, dann ist er doch unser Feind. Aha. Mach, was du willst, Isaac, aber wenn du versuchst, mich aufzuhalten, werde ich gegen dich kämpfen. Ich hoffe, ihr glaubt nicht ernsthaft, ihr hättet uns besiegt. Ihr mögt nicht vernichtet worden sein, aber ihr könnt kaum stehen. Noch nicht, ja. Aber wir werden wieder auf den Beinen sein, und zwar jetzt! Oh nein, er hat den Elementarstein in den Leuchtturm geworfen. Wie konnte das geschehen? Wir können sie nicht davon abhalten, das Feuer zu entzünden. Das ist noch nicht alles. Die Energie des Leuchtfeuers wird unsere Kräfte wiederherstellen. Was? Aber wie kann doch sein? Venus ist doch das Element der Erde, oder? Ja. Warum kann dann Venus ihre Kraft an Feueradepten weitergeben?
Frag das doch das Leuchtfeuer selber. Feuer und Erde stehen in einer symbiotischen Beziehung. Dieses Licht wird unsere Psy-Energie wiederherstellen. Wir kämpfen gegen euch so oft es nötig ist. Wir werden nicht verlieren. Ihr mögt uns zwei besiegt haben. Aber jetzt steht ihr dem mächtigen Feuerclan des Nordens gegenüber. Feuerclan des Nordens? Werdet Zeugen der wahren Stärke der nördlichen Wildnis. Oh, gebt es doch auf. Wir haben euch einmal geschlagen. Wir werden es einfach wieder tun. Geh, Felix. Nimm Cosma und geh. Ich darf. Geh? Später haben wir vielleicht nicht mehr die Kraft, Cosma zu beschützen. Du musst Cosma sofort zum Schiff bringen. Worauf wartest du noch? Geh, sofort! Nein, ich kann euch nicht alleine gegen sie kämpfen lassen. Willst du etwas sagen? Du willst Isaac nicht verlieren? Ich frage mich, ob das wahr ist. Wie war das? Wärst du nicht ein kleines bisschen traurig, wenn du zusehen müsstest, wie dein Freund aus Kindheitstagen stirbt? Was sagst du da? Ich sagte, du bist hier, um dieses Bike aus deiner Vergangenheit zu schützen. Glaubt ihr denn wirklich, ich würde ihnen helfen? Sagen wir einfach, dass ich es dir zutrauen würde. Und du, Saturus, stimmst du dem zu? Ach, das würde ich nicht sagen, aber am besten wird es sein, wir lassen erst gar keinen Zweifel aufkommen. Wer sagt jetzt wem, was am besten für ihn wäre? Na gut, dann werde ich mich um Cosma kümmern. Komm schon, Cosma. Warte, Felix, ich werde dich nicht gehen lassen. Felix ist momentan euer geringstes Problem. Oh nein, sie glühen! Es ist an der Zeit, dass ihr erfahrt, was wahre Macht bedeutet. Ihre Psy-Energie ist überwältigend. Es ist zu spät, davon zu laufen. Nein, sie verschmelzen. Sie haben sich zu einem Wesen verbunden. Bleibt zurück! Bleibt zurück!